Native Instruments hat in seiner Session Guitarist-Reihe eine neue, die Electric Mint. Was es damit auf sich hat, wie sie klingt und was neu ist, das zeige ich dir in dieser Review. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Ich habe aus der Session Guitarist-Reihe bereits mehrere Plugins vorgestellt, die Sunburst Electric, die Picked Acoustic, die Strummed Acoustic. Und da die alle so ein ähnliches Interface haben und auch die Funktionen sehr ähnlich sind, konzentriere ich mich jetzt hier bei der Electric Mint nur auf die Neuheiten. Die Mint Electric emuliert eine Stratocaster aus den 60ern. Sie kostet 99 Euro und ist direkt bei Native Instruments auf der Seite verfügbar. Los geht's jetzt mit der Review. Du siehst hier jetzt also das Interface der Electric Mint oder Mint Electric, so rum. Und wenn ich jetzt mal hier zuschalte oder umschalte auf die Sunburst Deluxe, das war die letzte, die sie rausgebracht haben, siehst du schon, dass es sehr ähnlich ist. Aber es gibt einige Neuheiten und die sind richtig gut gemacht. Das Team gibt sich also wirklich große Mühe, diese Session Guitarist immer weiterzuentwickeln, neue Funktionen machen und es benutzerfreundlicher zu machen. Fangen wir mal an mit der ersten Neuerung und das sind die Song Browser Filter Tabs. Du hast also hier einen Song Browser, das siehst du hier. Und jetzt hast du hier die verschiedenen Patterns, die du abspielen kannst. Und hier oben siehst du jetzt die Filter Tabs. Das heißt, es ist nach Song-Genres tatsächlich sortiert. Funk, Pop, EDM, Country und so weiter. Das war jetzt bei der anderen noch nicht so. Wir gehen wieder direkt rein. Sunburst Deluxe. Hier hast du diese Filter-Tabs nicht. Das finde ich zunächst mal schon sehr, sehr nützlich, dass sie das gemacht haben, denn so findest du dich viel, viel besser zurecht. Ich kann jetzt also hier R&B auswählen und damit kommen wir schon zur zweiten genialen Neuerung und das ist die Vorhörfunktion. Das heißt, du kannst jetzt hier direkt draufklicken und dann spielt sie auch schon ab. Oder hier. Wieder draufklicken, dann stoppt das. Und das hat jetzt auch wieder zum Vergleich die Sunburst Electric nicht. Und das fand ich super oder finde ich super nervig. Du kannst jetzt hier draufklicken, aber es passiert nichts. Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwas anhören will, muss ich erst doppelt klicken, muss dann hier rein und muss dann auch noch eine Taste drücken, um überhaupt irgendwas zu hören. Das ist echt ein stressiger Workaround und das haben sie jetzt bei der Electric Mint massiv verbessert. Die Electric Mint hat hauptsächlich bei Funk- und R&B-Geschichten große Stärken. Sie ist hervorragend gesampled, klingt wirklich super gut. Und wir hören einfach mal in ein paar Pattern jetzt direkt rein. Ich konzentriere mich auf diese Funk-Dinge hier, weil die haben mir richtig gut gefallen. Dieses Pattern hier hat mir wirklich super gut gefallen. Ich mag diese Funk-Gitarren mit einem fetten Phaser oder Chorus drauf. Und deswegen habe ich hier ein kleines Demo für dich erstellt. Da kannst du die Electric Mint mal in Action sehen. Du siehst hier unten in der Tastatur, die mache ich dir gleich mal größer, wie ich sie programmiert habe, welche Tasten ich gegriffen habe. Hören wir mal direkt rein ins Beispiel. Du siehst das fette Grinsen in meinem Gesicht. Also mich überzeugt der Sound hier absolut. Ich finde das einfach genial. Meines Erachtens ist das wirklich die beste, der beste Session Guitarist, den sie rausgebracht haben. Auch von den Funktionen her. Und damit machen wir gleich weiter bei der nächsten Neuerung. Und das ist MIDI, Drag und Drop. Ja, du hast richtig gehört. Du kannst jetzt hier bei der Electric Mint direkt diese Pattern, die du hier hörst, die kannst du direkt in deinen Songbrowser ziehen. Das ist natürlich auch nochmal super genial. Das kannst du hier über diesen Button machen, über Progression. Das heißt, wenn ich jetzt hier ein Pattern auswähle, Mint Pop, dann kann ich hier direkt reingehen und kann das abspielen über Progression. Ich lasse Progression wieder los und dann hört er wieder auf zu spielen. Nochmal ganz kurz zum Vergleich, auch das geht bei der Electric Sunburst nicht. Hier kannst du nichts vorhören.
Ja, auch hier muss ich jetzt wieder erst hier rumfummeln und das tatsächlich abspielen lassen. Also auch das ist hier, diese Vorhörfunktion direkt hier im Songbrowser oder im Melody- oder Pattern-Browser ist wirklich richtig gut umgesetzt. So, jetzt kommen wir aber zu dieser wichtigen Funktion. Wie kann ich jetzt hier diese MIDI-Region praktisch hier reinziehen? Das geht ganz einfach. Ich klicke also hier nochmal an und kann, wie gesagt, abspielen. Und jetzt gehst du einfach hier drauf. Und wenn du jetzt hier drauf gehst und dieses Pattern hier reinziehst, dann hast du es im Songbrowser. Das ist wirklich Magic. Und du siehst es, es ist hier unten drin. Und ich könnte mir jetzt auch gleich das nächste schnappen und ziehe das hier rein. Und dann habe ich hier schon, ohne irgend selber was eingeben zu müssen, eine Progression von der Electric Mint und kann die auch gleich abspielen. Und ich kann natürlich auch direkt hier, direkt im Piano Roll Editor gleich direkt nachbearbeiten oder das Pattern umstellen oder andere Akkorde wählen oder was auch immer ich will. Also nochmal, ich finde, diese Neuerungen sind wirklich Gold wert und richtig gut durchdacht und es klingt auch einfach richtig gut. Diese Electric Mint ist wirklich hochwertig gesampled worden. Ganz hochwertige Samples und es klingt auch wirklich sehr, sehr realistisch. Apropos Aufnehmen, falls du dir noch nicht sicher bist mit dem Aufnehmen, falls das ein Buch mit 7 Siegeln für dich ist und du beim Aufnahmetag immer in Chaos gerätst oder noch nicht richtig weißt, wie mikrofoniere ich ein Schlagzeug, wie mikrofoniere ich einen Gitarrenamp und so weiter, dann empfehle ich dir mein PDF in 7 Schritten zur perfekten Tonaufnahme. Da zeige ich dir mein System, wie ich aufnehme. Das habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt, kann ich dir unbedingt ans Herz legen, hat schon vielen Leuten weitergeholfen. Also in 7 Schritten zur perfekten Tonaufnahme, dass du vielleicht auch mal solche gute Aufnahmen oder Samples selber machen kannst, unbedingt runterladen. Im ersten Kommentar habe ich es dir angepinnt und jetzt geht's weiter mit der nächsten Neuerung. Und das ist die Pickup Selection. Ich habe jetzt hier die Sunburst Electric, das Vorgängermodell, nochmal aufgemacht. Hier hast du nur 3 Auswahlmöglichkeiten, Bridge, Neck oder eben beide. Bei der Electric Mint hast du eindeutig mehr, und zwar hier. Du hast Bridge, Middle und Neck und du kannst hier auch nochmal Feineinstellungen vornehmen. Wir können das mal anhören. Somit kannst du auch den Sound nochmal genauer formen und verändern. Bisschen dumpfer jetzt. Und hier die Doubling-Funktion, um ein schönes, breites Stereobild zu bekommen. Auch hier nochmal mehr Einstellungsmöglichkeiten, mehr Soundformungsmöglichkeiten bei der Electric Mint. Und damit geht's weiter zur nächsten Neuerung. Und das ist das Tremolo Bar Vibrato. Du hast hier bei der Electric Sunburst nochmal ein Vibrato, das du einstellen kannst. Slow, Medium und Fast. Und dieses Vibrato wird meistens erzeugt, indem man, oder der Gitarrist, die Saiten bendet, also dehnt. Und mit den Fingern macht er das meistens nach oben. Hier bei der Electric Mint hast du jetzt mehr Einstellungsmöglichkeiten. Du kannst das auch machen mit dem Finger ab, ja, oder mit dem Tremolo Bar. Das ist dieser Hebel hier, mit dem der Gitarrist den Steg hin und her bewegen kann und dadurch auch Tremolos nach unten oder nach oben machen kann. Und auch das kannst du hier simulieren. Probieren wir es mal aus. Also erst dieses Vibrato hier, Finger ab, Slow. Slowes Vibrato wäre das jetzt. Das kann ich hier über das Modulation Wheel bedienen. Du siehst, hoppla, hier, siehst du, wie es hier hochgeht. Und das wäre zum Beispiel ein langsames Vibrato nach oben. Das wäre ein schnelleres Vibrato, auch noch mit den Fingern. Und jetzt kommst du zu dieser neuen Funktion. Das ist Tremolo Bar Down, also wenn der Gitarrist hier den Steg nach oben oder nach unten bewegt. Die letzte Neuerung, die mir sehr, sehr positiv aufgefallen ist, ist, dass sie die Sound Library besser organisiert haben und damit du dich besser zurechtfinden kannst. Du siehst hier, oder die Sound Preset Library, also wie die Gitarre klingt. Das ist hier oben rechts. Und wenn du jetzt hier draufklickst, dann haben sie das geordnet, ja, nach Einstellungsmöglichkeiten, also dass du einfach besser zurechtfindest. Direktes Signal, clean, crunchy, high gehen, sodass du so eine Vorstellung hast, was für ein Sound das ist, Wah-Wah oder eben Melody. Auch das ist bei der Sunburst Deluxe, siehst du hier nochmal, da sind einfach alles reingeknallt und du musst so ein bisschen raten, was das jetzt ist. Also auch sehr, sehr gut gemacht, dass man sich hier besser zurechtfinden kann. Für mich ganz klare Kaufempfehlung, das Ding klingt wirklich richtig, richtig gut. Ich habe es gestern damit rumprobiert, ich habe das Video gestern gemacht. Ich habe echt ein breites Grinsen im Gesicht, es klingt sehr, sehr geil. Also klare Kaufempfehlung. Jetzt interessiert mich natürlich deine Meinung von dem, was du jetzt gehört hast, von den Neuerungen, die du jetzt gesehen hast. Kaufst du dir das Ding
Wirst du es mal ausprobieren oder sagst du, nee, brauche ich nicht, ich nehme lieber meine Gitarre selber auf oder ich habe schon ein paar andere Session-Gitarristen? Hier, schreib mir das mal bitte unten in die Kommentare, da können wir ein bisschen in die Diskussion kommen. Falls dir das jetzt hier zu schnell ging und du möchtest die Funktionen besser kennenlernen, dann empfehle ich dir dieses Video. Da zeige ich dir die Electric Sunburst Deluxe. Das ist ein wesentlich längeres und ausführlicheres Video und ich zeige dir alle Funktionen und wie du diesen Session Guitarist für dich perfekt programmieren kannst. Ich bedanke mich jetzt ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen, schicke dir viele, viele Grüße aus dem heißen Alicante. Wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Bis dann!